Hallo, liebe Technikfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin das Freizeitopfer und heute geht's um einen Atlas Mobilbagger 220W in der Scale 1 zu 21. Und zwar RC und der Buvis 3.0 ist hier enthalten. Den wollte ich ja auch mal vorstellen, eigentlich im LKW, aber das passt jetzt hier besser. Kommt eine Menge, was ich heute erzählen kann hierzu. Und deswegen fangen wir gleich an. Und zwar wie immer drehe ich das Modell erstmal, dass er mal ringsrum Eindruck gewinnt. Wer mir auf Instagram folgt, hat vielleicht schon ein paar Bilder gesehen. Ich habe schon Bilder gerendert. Das heißt, das Modell habe ich schon digital zusammengesteckt im Studio, im Bauprogramm. Und die Anleitung ist noch nicht fertig, aber ich denke mal, vielleicht eine Woche noch, dann müsste ich das nachbearbeitet haben. Dann gibt es hierzu eine Bauanleitung. Jetzt, ja, könnte man gleich zum Anfang mal erwähnen. Ich habe das erste Modell, wo mal Sticker drauf geklebt sind, und zwar Typenbezeichnung Atlas und 220W. Passt hier hinten am Heck natürlich super. Ja, diese Datei könnte ich dann auch zur Bauanleitung dazu anhängen, dass man sich sowas dann auch mit runterlädt. Ja, das rundet die Sache natürlich extrem super ab. Erstmal, na, wie fangen wir an? Zum Bagger könnte ich allgemein was sagen und nachher machen wir, starten wir den auch mal, probieren den mal aus. Erstmal muss ich sagen, die Farbwahl hat mich schon immer interessiert, gerade dieser Atlas-Bagger. Ja, das passt. Ich habe den nämlich schon vor, das muss bestimmt schon 2 Jahre her sein, da hatte ich den nämlich schon mal angefangen. Da wollte ich den in der 1 zu 17, 1 zu 16, 1 zu 18, wie auch immer, da in dem Dreh, in der Scale bauen. So weit war ich damit schon. Und, kann ich gleich mal sagen, da gab es diese Viertel-Gearex-Kreise hier noch nicht für den Drehkranz. Da hatte ich nämlich damals mir einen abgebrochen und wollte den Drehkranz hier mit Rollen unterstützen, weil ich wusste, der Aufbau wird ziemlich schwer. Soweit war ich. Und weil ich wusste, da breche ich mir bei einem ab und wenn der nicht vernünftig dreht, dann bringt das ganze Ding hier nichts. Hier vorne wäre noch ein M-Motor, PFM-Motor dran gewesen. Und wie ihr schon seht, dieser Ausleger hat ein Verstellausleger, den man quasi hier im Gelenk nochmal knicken kann. Und wie es der Atlas 220W natürlich original hat, Upside Down Hubzylinder, habe ich hier versucht, alles einzubauen und umzusetzen. Habe ich hier in dieser Scale natürlich jetzt nicht so hingekriegt, vor allem, weil ich den Ausleger, manch einer erkennt den vielleicht, ich habe den ungefähr übernommen vom 8043. Das war ja quasi das zweite Modell, wo PF-Technik drin war, also Fernsteuerung. Genau. So. Deswegen, das räume ich jetzt mal beiseite. Hier Pendelachse und so hat der natürlich auch. Kommen wir gleich dazu. Ja. Das heißt, dieser Drehkranz. Der hätte mir damals auf jeden Fall weitergeholfen. Ich habe mir die Teile auf jeden Fall bestellt, weil irgendwann kommt noch mal was, wo ich da super was mitbauen werde. Hierfür hat es jetzt gereicht. Und zwar, dieser Bagger hat die Scale 1 zu 21. Das heißt natürlich, er passt von der Größe super zu diesem Volvo EW160e, den von Lego quasi original als Pneumatikbagger gibt. Hier hatte ich damals noch den Ausleger umgeändert, dass er hier vorne noch einen Zylinder dran hat und zwei Schalengreifer. Und ja, zwei Schalengreifer habe ich entwickelt dafür. Und ich habe hier so ein Klicksystem, so ein, quasi wie so ein Schnellwechselsystem für gebaut, was hier super funktioniert hat. Und jetzt die Überraschung, ja, vielleicht wäre der eine oder andere schon drauf gekommen. Das gleiche System habe ich hier angebaut. Und auch die Umlenkung ist ähnlich wie bei dem Pneumatikbagger. Das heißt, ich habe hier verschiedene Schaufeln. Bleiben wir erstmal noch kurz bei dem Modell. Größenvergleich. Jetzt denkt er, ja, der sieht ja viel klobiger aus. Vielleicht kann es ja gar nicht 1 zu 21 sein. Aber
Doch, diese Modellbezeichnung EW160 bezieht sich auf 16-Tonnen-Bagger und die Modellbezeichnung 220 bezieht sich natürlich auf einen 22-Tonnen-Bagger in dieser Gewichtsklasse. Das heißt, könnt ihr euch schon mal vorstellen, wenn der Bagger 6 Tonnen mehr wiegt als der, dann muss der natürlich ein bisschen fetter aussehen und klobiger. Und von daher passt das schon sehr gut. Inwieweit jetzt der Ausleger jetzt proportional, ich weiß, dass es kürzer sein müsste oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich kann natürlich sagen, der 220W hat diesen Verstellausleger, wäre hier aber nicht gegangen, weil ich hier diese Aktuatorenantriebe hier durchgelegt habe. Da wäre hier ein Knickgelenk nicht möglich gewesen. An sich gibt es einen Atlas 220 LC, heißt der. Der hat so einen Ausleger, das ist dann aber ein Kettenbagger. Und der ist dann auch in Orange gehalten. Also zumindest die Bilder, die ich davon gesehen habe, die ich mir rausgesucht habe. Aber ich wollte ja eben einen Mobilbagger bauen mit dieser Farbwahl. Ja. Genau. Also Größenvergleich zum Pneumatikbagger passt schon ganz gut. Dann kann ich den jetzt auch mal beiseite stellen. Und zwar zu den Schaufeln. Gut, könnte ich jetzt noch kurz drauf eingehen. Das waren ja die Schaufeln, die ich damals für den Kleinen gebaut habe und die dann auch bei Rebrickable als Bauanleitung verfügbar waren. Oder sind sie immer noch? Genau. Das heißt, das passt hier auch alles dran. Auch ein Räumlöffel. Und hier würden auch diese ganz alten Lego-Schaufeln passen, die habe ich jetzt nachträglich nochmal hinzugefügt, weil ich dachte, vielleicht passt das von den Proportionen ein bisschen. Die finde ich ein bisschen hässlich, aber ja, eine gelbe Schaufel hier an so einem schicken Bagger sieht natürlich nicht gut aus und ich finde sie auch zu groß. Also eigentlich passt mir die ganz gut. Sieht natürlich immer merkwürdig aus, wenn man wieder zurückbaut. Erst die große dran haben und dann die kleine wieder, dann sieht das alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber es geht. Es funktioniert und der baggert sehr gut damit. Das haben wir abgeräumt. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und zwar designmäßig. Brickbild. Das ist quasi das erste Modell, wo ich so viel Brickbild eingesetzt habe, um das Design darzustellen. Eigentlich bin ich mehr so auf der Technikschiene und setze nur vereinzelt kleine Plates oder Teils, Fliesen und Platten ein, um Lücken zu schließen oder eine bessere Rundung hinzukriegen. Oder eben um Löcher zuzumachen, sowas wie hier. Aber ich wollte es jetzt hier nicht auch noch verkleiden. Von daher ging es mir jetzt ums eigentliche Design. Denke, das ist mir ganz gut gelungen. Ich habe es hier unten abgerundet, Tür abgerundet. Das Heck ist super geworden. Und das habe ich nämlich gerade hier liegen. So in der Art war der Anfang. So wollte ich es eigentlich bauen. Dann dachte ich irgendwie, so richtig ist das nicht. Sieht nicht aus. Und man tauscht sich ja mit anderen Lego-Bauern aus. Und ich muss sagen, könnte ich mal erwähnen, der Stefan Weinert hat mir dazu geraten, auch hier beim Schild. Ich hatte das Schild auch noch als Technikschild, hat er gesagt, das muss auch noch geändert werden oder wäre ein Tipp. Und hat dann natürlich vollkommen mit Recht gehabt. Ansonsten Brickbild-Technik Money 91. Also was der in letzter Zeit raushaut, Wahnsinn. Wie der seine Modelle verkleidet, voll Technik drin, außen total rund gemacht, so wie mit dem hier ungefähr auch so. Ja, jetzt sind wir eigentlich außenrum einmal und ihr habt schon gesehen, das Schild bewegt sich so. Das Schild und die Pratzen habe ich natürlich auch von dem EW160 mir ungefähr so abgeguckt, weil das System einfach gut funktioniert. Das ist jetzt natürlich nicht RC, ja, muss man dazu sagen. Aber hier sieht das schon die Pendelachse, die pendelt natürlich noch mehr. Und wenn ich ihn einmal so halte, könnt ihr gleich mal gucken. Der hat auch einen Allradantrieb. Ich kann es jetzt nicht durchdrehen, weil ich einen Schneckenantrieb hier drüben verwendet habe, dass er mir nicht rollt. Das ist nämlich der nächste Punkt. Wenn ein solcher Bagger irgendwo baggert und er greift jetzt mit seinem Arm irgendwo rein und zieht es ran oder will die Schaufel vollziehen und der Bagger rollt dann dahin. Das ist geht gar nicht. Das heißt, Schneckenantrieb, erste Wahl, kraftmäßig und ja, funktionsmäßig.
habe ich das erwähnt. Design, ja, das ist, ja, ich spreche auch mal an Sachen, die mir nicht so gut gefallen, und zwar das hier. Ich habe die Kabine jetzt ein bisschen abgerundet. Die Teile kamen auch erst heute, sonst hätte ich das Video ja schon eher gemacht. Das ist jetzt noch ein bisschen lose, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das ist mir ein bisschen zu filigran an der Stelle. Und ich sehe gerade, hier habe ich auch, wie beim Vorbild so ist, ein Haus genommen, um einen Aufstieg zu machen. Und hier vorne kommt eigentlich auch noch mal eine Schlaufe dran. Die wollte ich aber eigentlich ein bisschen schöner, gleichmäßiger biegen. Habe ich jetzt noch nicht dran. Gut, okay. Ansonsten, Pneumatikleitung bzw. die Schläuche sind nur designtechnisch dran, dass es halt ein bisschen schicker aussieht. Machen wir ihn an. Und zwar zum Anmachen. Ein Bagger mit einem Controller steuern ist ja mega cool. An sich funktioniert es aber auch mit dem Handy oder mit dem Tablet. Und jetzt könnte ich sagen, brandneu ist die Buvis-Macher, also hier ist der Buvis 3.0 Pro drin, haben mir eine E-Mail geschickt, dass jetzt neuerdings mit der Buvis-App auch ein Controller verfügbar ist, also eine Konfiguration, und man kann den Controller dann halt auch zum Steuern nehmen direkt über die Buvis-App. Was ja meiner Meinung nach seit langem eigentlich immer nur mit der Brick Controller 2-App sehr gut funktioniert, würde jetzt direkt mit der Buvis-App auch funktionieren. Ich betone extra, würde funktionieren, weil ich habe es noch nicht hingekriegt. Ich habe hingekriegt, dass der ein Stück vor und zurück fährt, aber das war's schon. Eigentlich bei der Kalibrierung schmeißt er mich immer aus der App raus. Ein bisschen nervig, ich weiß nicht, woran das liegt. Und was mir aufgefallen ist, ich könnte es ja gleich mal anmachen und euch zeigen, man kann den Joystick wählen, aber nur up und down, nicht left und right. Und das ist natürlich auch doof, wenn ich mit den Joysticks baggern will, drehen, heben und hier drüben Schaufel einziehen und Stiel ranziehen. Ja. Gut. Ansonsten. Ja, Buvis 3 habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Muss ich noch dazu sagen, dieser Bagger hat sechs motorisierte Funktionen. Und zwar einmal hier unten L-Motor zum Fahren, ein Servomotor zum Lenken, beides mit PF-Ports, also das alte Lego-Technik-Motorsystem. Und hier oben drin. Ich mache ihn erst an und dann zeige ich euch, wie es drin aussieht. Sind vier PU-L-Motoren und der Buvis. Ja, und dieser Buvis hat eben vier PU-Steckplätze, Ports und zwei PF-Ports. Und das haut natürlich super hin. So, jetzt zeige ich euch erstmal die Buvis-App, wie das geht, dass ihr das euch vielleicht auch mal probieren könnt, ausprobieren könnt. Ich stelle die mal kurz beiseite. Und zwar, ich habe diese beiden Profile getestet, aber gut. Das hier oben wäre jetzt die Einstellung für den Bagger. Hier ist der Buvis. Der ist jetzt noch nicht connected. Den könnte ich jetzt einschalten. Jetzt connectet der. So, jetzt ist hier drüben der Punkt grün. Das heißt, ich gehe jetzt zurück und kann jetzt hier reingehen. Und hier steht jetzt Connect den Buvis 0 von 1. Hier geht es jetzt nicht. Und der Controller ist mit dem Tablet eigentlich verbunden. So, okay. Jetzt gehe ich wieder zurück. Hier oben in der Ecke, das ist jetzt das Neue. Hier ist der Controller aufgezeichnet. Wenn ich da drauf drücke und das vielleicht noch treffe irgendwann, dann schaltet er um zum Controller. Und ich kann jetzt mit dem Controller hier verschiedene Funktionen angeben. Tippt man hier einfach irgend, naja, jetzt kann ich hier nicht. Also nehmen wir den V-Slider. Dann ist der so markiert. Dann tippe ich den an und dann schreibt er mir nur up und down hin. Also ich kann nicht sagen links oder rechts. So. Okay. Und wenn ich jetzt zurückgehe, schmeißt er mich aus der App raus. Das habe ich gerade gemeint. Ansonsten probieren wir es gleich nochmal. So sieht es aus, wenn der Controller connected ist. Und hier schreibt er mir aber trotzdem hin, er hat die Verbindung noch nicht. Und
Das ist eben das Problem. So, okay. Können wir das jetzt hier also mal abschließen? Vielleicht, wenn es demnächst mal läuft, vielleicht mache ich dann noch mal ein anderes Video davon. Direkt für die Controller-Steuerung. Ansonsten hier die Brick Controller 2 App, habe ich jetzt 220W. Grundprofil ist alles schon drin. So, verbinden wir den Buwis. Der ist jetzt natürlich jetzt noch mit der anderen App verbunden, oder? Nein, jetzt funktioniert das schon. Okay, das ist jetzt fertig. Und jetzt können wir ihn ausprobieren. Ich habe alles konfiguriert. In der Bauanleitung werde ich es garantiert auch noch mal detailliert vorführen. Falls einer mein Video kennt von dem Stubboden und dem Truck zusammen, da habe ich ein kurzes, zum Truck habe ich ein kurzes Video gemacht, wie man das programmiert, wie man den fährt und wie man das in einer Powered-Up-App einfügt und kalibriert. Könnte ich hier in der Art auch noch mal als kleines Video machen, bestimmt. Ja. Ansonsten in der Bauanleitung wird es drin sein, für alle, die das dann interessiert. So. Fahren habe ich hier oben. Genau. Das ist jetzt auch noch so ein Thema. Das ist jetzt der Buvis 3.0 Pro, nennt er sich. Bei den anderen Buvis 2 und die anderen, ich habe drei Buvis, das sind normale Buvis 1 eigentlich aus der ersten Generation. Da konnte man Slow, Normal, Fast und Ludicrous Mode wählen. Das heißt, man konnte die Spannung, die an die Ports ausgegeben wird, ändern. Kann man bei dem jetzt nicht. Habe ich zumindest noch nie rausgekriegt. Vielleicht geht es mit der Buvis-App direkt, aber wenn ich es über die Brick-Controller-App mache, haut es nicht hin. So, also geht es erstmal weiter. Lenken habe ich hier auf die Pfeiltasten. Ist ein bisschen blöd, weil der jetzt natürlich immer gleich Volleinschlag macht und nicht ein bisschen. Und ja, dann fährt er hier so ein bisschen ruckelig. Und das nächste Problem ist natürlich dabei, er fährt ganz gut, aber der hat natürlich keine Differential, er fährt, als wenn er eine Differentialsperre drin hat, weil er eben gar keine Differentiale hat. Das heißt, die Räder radieren und da wirkt er quasi ein bisschen. Aber durch den Schneckenantrieb macht er das schon. Genau, da hat man es eben gerade schon gesehen. Ich könnte es nochmal machen, wenn ich so rumfahre. Und zwar hat er das Problem, wenn er lenkt und fährt, er wiegt ein bisschen, also der wiegt 1,5 Kilo, hätte ich auch nicht so vermutet, aber das drückt natürlich auf die Reifen. Da können die ihren Schlupf nicht so ausleben und er hat eine Pendelachse und das Gewicht ist jetzt im Moment hinten. Das heißt, wenn ich jetzt fahre, hat er so viel Kraft im Antriebsstrang und in der Lenkung, dass er die Pendelachse aushebelt. Pass mal auf, ich zeige euch das mal. Dazu muss ich ihn einlenken und fahre mal rückwärts. Na, wahrscheinlich muss ich das andere rückwärts fahren. Ich fahre mal so lang rückwärts, vielleicht sieht man das denn besser. Na, eben hat er es schon gemacht, dann hebt er sich so ein bisschen so aus, weil der Kraftstrang so am Rad dreht und der Schlupf halt hier auf dem glatten Untergrund sowieso nicht so da ist. Aber das soll jetzt kein Problem sein. So, ich stelle ihn mal so rum hin, weil, wenn ich den jetzt drehen lasse zum Beispiel, muss man ja mitdenken. Vom Buvis gehen zwei Kabel runter. Einmal Antriebsmotor und Servo. Das heißt, da sind Kabel im Drehkranz durchgeführt. Die habe ich auch mit der Schlaufe gelegt. Das haut auch alles ganz gut hin. Aber dementsprechend kann man das ja nicht endlos umdrehen. Deswegen ist eine Sperre drin, dass er hier so, also hier lang ist der Anschlag. Das wäre dann quasi die gerade Ausstellung. Und man kann den natürlich jetzt drehen lassen. Aber erstmal nur in diese Richtung. Genau. Also der fährt jetzt rum bis hier ungefähr. Aber zum Testen reicht es ja erstmal soweit. Okay. Das nächste wäre heben. Das habe ich dann jetzt hier auf diesem Controller drehen und heben. Und dementsprechend hier den Stiel auslege und Schaufel ein- und ausklappen. Und damit, also falls einer von euch mal Baggerfahrer ist oder schon mal drin gesessen hat oder schon mal einen Minibagger bedient hat oder wie auch immer, so funktioniert es mit den Joysticks auch, mit den beiden. Ein bisschen Problem ist, man hat hier nicht so richtig den Mittelweg, dass das hier irgendwie einrastet.
Das heißt, gerade wenn man hochhebt, dann kann es manchmal sein, dass man so macht, dass er sich schon leicht mitdreht. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, gut, wenn es mit der Bufis-App nicht klappt, mit dem Controller Zweifachbelegung auf dem Joystick, dann hätte ich das Drehen eher auf diese gemacht. Gut, das wäre jetzt Lenkung. Ja. Aber ansonsten, so. Da kann man hier schon echt baggern. Und um euch das mal zu zeigen, wir machen jetzt erstmal eine Trockenübung. Natürlich könnte ich euch jetzt mal zeigen, wie weit er überhaupt auslegt. So, so und so. So. So weit kommt er. Und jetzt könnte ich euch noch sagen, tiefer geht er auch nicht. Ich habe erst, also die Punkte habe ich übernommen von dem 8043. Irgendwo steht er noch, da hinten. Ja. 8043 Kettenbagger. Habe ich die Punkte übernommen, weil der Ausleger eben gut funktioniert und man eigentlich nicht viel ändern kann, wenn man die Gesamtfunktion nicht großartig beeinträchtigen will. Also klar könnte ich jetzt sagen, gut, der muss jetzt weiter runterkommen, aber dann würde er nicht so hochkommen oder ich müsste das hier alles umändern oder die Punkte hier versetzen, das wäre natürlich dann extrem. Wenn man jetzt sagt, ich mag es ja immer, wenn die Sachen zusammenspielen. LKW, Tieflader, Bagger drauf, dann würde das heißen, so tief wie der Bagger jetzt runtergeht, reicht es nicht, um eventuell, wenn man proportional rechnet, der LKW ist 4,20 Meter hoch, dann steht der natürlich drüber, dann hast du bist du über der Maximalhöhe, passt nicht mehr unter der Brücke durch, theoretisch. Und dadurch, wenn ich jetzt euch das auch noch zeige, wenn der Ausleger einklappt, dann seht ihr schon, jetzt ist der Aktuator gleich am Ende. Jetzt. Und zwar, er klappt nicht noch weiter ein, um den jetzt noch näher dran zu legen. Geht daher nicht, weil ja hier natürlich dieses Kreuzgelenk durchgeht. Wenn ich das noch weiter abknicke, kann ich den Aktuator nicht mehr bedienen, weil das Kreuzgelenk 90 Grad abgewinkelt ist und dadurch sich nicht mehr drehen kann. Das sind so die Kompromisse, die ich hier gemacht habe. Aber damit kann ich leben. Der funktioniert trotzdem super. So, an sich könnte ich jetzt gleich noch erzählen, der Volvo-Bagger ist ja eigentlich ein Bagger mit so einer Verstellkabine und den 220W gibt es auch mit so einer Kabine, die man hochstellen kann. Und dann wird der auch teilweise als Umschlagbagger genutzt, also vom Schrottplatz, mal hin und her. Von daher, gut. So, jetzt habt ihr dann schon einmal gesehen, wie er funktioniert. Jetzt könnten wir das nochmal machen, dass da nochmal richtig was buddelt. Machen wir mal. So, ich nehme den erstmal hoch, den Arm. Das ist nämlich der nächste Punkt. Können wir gleich mal gucken, wie hoch er geht. Und zwar so hoch. Und das ist dann schon wieder richtig cool, weil man jetzt davon ausgehen kann, zum Beispiel mit dem Schubboden-LKW, da braucht man sich keine Sorgen machen, dass man da den nicht beladen kriegt. Das schafft er auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt nochmal probiere, obwohl das könnte ich euch auch gleich mal so kurz zeigen, wir baggern jetzt einfach mal hier rein. Jetzt seht ihr schon, der Arm, der greift hier richtig rein. Ich habe jetzt extra mal richtig tief reingeholt. Der Bagger zieht sich trotzdem, obwohl er nicht rollt, rutscht er natürlich. Und ich habe unter die Pratzen, seht ihr hier schon, und ich habe es auch unter das Schild Gumminoppen drunter gemacht, wenn er abgestützt ist, dass er dann auch nicht leichter rutscht, weil er halt keinen Gummi drunter hat. So, jetzt macht man hier die Schaufel so voll. Jetzt geht es gerade nicht so gut, weil ich so tief reingelangt habe, dass die Murmeln hier hinten drauf liegen. Aber beim zweiten Mal auskippen können wir das vielleicht mal machen. So, greifen wir hier nochmal rein. Ja, nicht so gut von der Wand. So, jetzt wollte ich euch mal zeigen, so weit geht die Schaufel ja nun zu. Das heißt, jetzt könnte man auch richtig schön hoch
auf so einen LKW auch rüberladen. Das ist eben mir auch wichtig gewesen, dass die Schaufel auch auf jeden Fall weit genug zugeht. Na, einmal machen wir noch. Genau, wenn er jetzt zurückfährt, dann hätten wir jetzt den Anschlag und das ist jetzt quasi dann die gerade Ausstellung. Und das hat mir eben auch vor allem ganz gut Spaß gemacht. Durch den Allradantrieb macht er auch ordentlich was mit hier. Genau, so. Und das war jetzt quasi schon meine Vorstellung von meinem kleinen süßen Bagger. Jetzt könnte ich euch noch zeigen. Gut, das können wir noch machen. Also er hat auch ein bisschen Kraft. Schafft sich auch auszuheben. Genau. Ja, also ich bin jetzt schon verliebt. Also ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt mein absolutes Lieblingsmodell, ganz klar. Bagger sowieso. Ich könnte euch, jetzt habe ich es angefangen, jetzt sage ich das noch kurz. Ich habe hier schon angefangen. So ungefähr sieht es dann aus, wenn ich so ein Modell anfange. Mal gucken in den Proportionen. Hier vorne ist schon ein bisschen Technik drin. Hier hinten muss jetzt noch ein bisschen was dran. Das soll ein New Holland 100. Nee, der heißt W. Der heißt der andere W190. Genau, klar werden. Wird auch cool. RC. Einmal frei. Da kommt dann Movis rein. Der hat dann vier Funktionen. Ansonsten. Ich wollte euch noch zeigen, wie es hier drin aussieht. Und zwar könnte ich als erstes mal die Klappe hier oben abnehmen. Hier habe ich nämlich auch einen kleinen Drücker gemacht, dass man leichter an den Buwis-Anschaltknopf drankommt. Der ist nämlich hier drin. Und man kommt natürlich jetzt auch leicht an die Ladebuchse, ohne den ausbauen zu müssen. Ansonsten, jetzt machen wir den mal ein bisschen nackig. Hier haben wir hinten einmal das Heckgewicht, was auch gut Gewicht hat, also es funktioniert sogar als Gegengewicht. Genau, jetzt seht ihr schon, die Kabel hier alles ein bisschen reingequetscht. Der Buwis ist hier in der Mitte zwischen den Motoren. Könnte ich euch ja noch mehr zeigen. Diese Wände kann man auch abnehmen. Das ist quasi die Verkleidung. Hier drunter ist alles Technik und dann funktioniert das. Die zwei Motoren und hier drüben das gleiche. Die zwei Motoren. Jetzt ist er nackig. Jetzt sieht man schon eigentlich nur in die Rippe. So. Gut. Ich hoffe, euch hat die Präsentation gefallen. Und euch gefällt das Modell genauso gut wie mir. Funktion super duper. Freue ich mich schon auf irgendeiner Messe damit mal zu fahren. Ansonsten muss ich natürlich jetzt für meinen Trakt noch einen Tieflader bauen. Und um was einzuladen, brauche ich natürlich einen LKW. Jetzt habe ich schon angefangen. Könnte ich ja auch mal kurz zeigen. Und zwar sieht der denn so aus. Das ist quasi wie meine Fernfahrerkabine, dieser 8109-Truck. Nur jetzt habe ich die Kabine wieder ein bisschen kleiner gemacht, weil ich hier jetzt quasi einen Abroller-LKW draus machen wollte. Und die Farbwahl, falls er die erkennt, das ist natürlich angelehnt an die Systemreihe LKWs und so weiter, Oktan. Diese eigentlich Tankstelle und Fässer und so weiter, aber mir hat die Farbe eben so gefallen, grün und so weiter. Und hier hinten kommt jetzt quasi Doppelachse und Abrollcontainerbrücke drauf. Das muss aber richtig gut funktionieren. Da bin ich noch ein bisschen beim Tüfteln. Und hier Flachdach.
Das heißt, den Truck mache ich auch auf jeden Fall noch fertig. Und dann kann man ja sagen, ich fühle mich jetzt eigentlich mehr so zu 21 Scale hingezogen. Das heißt, ich wollte ja unbedingt ein Mischwerk bauen und die Farbsortieranlage. Und da mache ich jetzt nebenbei schon Pläne, wie ich das in der 1 zu 21 Scale umsetzen kann, um das alles leichter zu handeln. Man braucht nicht so viel Material, so viel Menge. Auch eine Waage wollte ich bauen. Das funktioniert mit kleinen LKWs, die nicht so viel wiegen, auch viel besser. Und so weiter. Wird trotzdem cool. Vielleicht muss ich mal gucken. Vielleicht baut man es auch irgendwie so, dass man es modular erweitern kann, dass man es eben halt ein bisschen größer baut und dann passt es auch zu der 1 zu 16 Scale. Werden wir mal sehen. Soweit erstmal. Wollte ich noch sagen. Ich habe jetzt mit dem Bauprogramm wieder ein bisschen rumhantiert und ich dachte mir eigentlich, jetzt habe ich mir schon so viel angeeignet an Infos, wie man hier so ein Modell am besten bauen kann und so weiter. Und da dachte ich mir, ich müsste mal anfangen, euch mal zu erklären, für die, die es interessiert, wie ich mir Studio erarbeitet habe. Ich denke, es gibt ein paar Videos. Ich gucke mir auch immer wieder welche an, aber ich weiß, ich muss immer viele Videos gucken, um alles so zu finden, was ich gerne wissen will. Und da denke ich, jeder, der so eine Videos macht, setzt ja auf was anderes irgendwie den Schwerpunkt. Und von daher wollte ich mal so ein kleines Einsteigervideo machen und mal gewisse Tricks und Kniffe erzählen. Ja, mal gucken. Ihr könnt ja mal, eigentlich könnte man ja mal so sagen, schreibt es mal in die Kommentare, wie es euch gefällt, was euch interessieren würde, ob ihr da irgendwelche direkten Fragen habt oder und so weiter und Anregungen und so weiter. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich.